Familie. Ja, schaut mal darüber. Der Baum da drüben. Genau der hier. Aber egal wohin schaut, links oder rechts, ey. Verdammt, Mann. Der Family Tree, ey. Scheiße, es geht einfach darum, dass wir hier, ne, Wurzeln schlagen, Autist. Das ist das, was ich meinte. Wenn ein Sturm kommt, ey, dann müssen wir hier festsitzen. Scheiße, hier ist die Truman Street, Mann. Das wird jetzt einfach immer so sein. Korrekt. Solange wir hier atmen, ey. Bis wir hier sterben. Fuck. So wie der Hot Dog dahin. Ganz ehrlich. Irgendwo, der ist wahrscheinlich. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Er wird wahrscheinlich irgendwo hier noch rumlaufen. Ja, oder beschäftigt sich ein bisschen hier, keine Ahnung, mit anderen Sachen. Dann wird das bald vorbei sein. Ich meine, letzten Endes, er wird der einzige Hotdog sein für immer. Aber, scheiße, weißt du, was Chi gesagt hat, Alter? Fuck, Mann. Er hat gefragt, ob er den richtigen Christen raushängen soll. Na, hat er gemeint, yo, wenn einer geht, kommt neues Leben oder irgend so ein Scheiß, Mann. Fuck, da waren wir in dieser Kirche. Das habe ich dir vorher noch gar nicht gezeigt. Oh, shit. Oh, nice. Fängt es an zu regnen. Na, no, ich finde das ganz angenehm. Scheiße, Mann, Alter, das ist Karma. Das ist verdammtes Karma, Mann. Auf jeden Fall, man kann in diese Kirche reingehen. Das heißt, wir können in der Kirche, können wir in, man kann in dieser Kirche, das machen. Dann kann man dann noch auf diesen Teich. Und dann können wir, ja, am Ende zu dem Grab laufen. Ich denke, das wäre, was er wollen würde. Scheiße, Mann, Alter. Irgendwo wird der Hotdog wieder sein, Mann. Ich glaube an das Leben nach dem Tod, Alter. Genauso wie Karma, Alter. Auf jeden, Bruder. Weißt du, Alter, irgendwo wird er sein, Alter. Irgendwo mit dem Wissen, Alter. Wird er als kleines Baby oder als Tier, wenn auch immer, Alter, wird er wieder hier sein. Ich glaube an den Scheiß, Mann. Ja, weißt du, ich war da oben auf dem Feuerwehrturm. Als ich das erfahren habe. Müsste ich wäre lieber hier gewesen oder so. Oder an irgendeinem anderen Ort. Verbind so viele positive Sachen mit dem Feuerwehrturm. Aber jetzt halt auch das.
scheiße. Ich bin selten von diesen Dächern da runtergesprungen, aber bin sofort losgerannt. Und ich habe ihn halt nicht mehr, ich habe es nicht mehr mitbekommen. Kam zu spät. Manchmal ist es auch besser, wenn man einfach die Erinnerung hat. Na, auf jeden, Bruder, auf jeden. Weißt du, an die sollte man sich auch mal erinnern, deswegen sage ich halt, weißt du, wir müssen nach vorne blicken, Alter, wir dürfen niemals zurückschauen. Das hätte er halt auch nicht gewollt. Darum, das, was Beef auch sagt, ist auch richtig. Auch, also, dass wir danach hier eine Party machen und dann werden wir halt mal die Karren ein bisschen leeren, werden halt mal alle unsere Scheißdrogen, die wir so am Start haben. Wer kommt denn da vorne? Jo, lasst uns mal ein bisschen ablenken gehen, wer auch immer da kommt. Oh, alles gut, Otis? Ja, Mann. Scheiße, Martinus, du fuhrst hier in die Laterne aus. Hey. Tee. Scheiße, Mann. Mach deinen Frust nicht an die Laterne aus. Glaub mir, sammel den Frust. Hat er irgendwann, kannst du den Frust an irgendwelche Leuten auslassen, die uns was Böses machen. Glaub mir. Stell dich mal wieder gerade hin, Alter, und lass uns nach vorne schauen. Das bringt nichts, an den nachzutrauern. Wir müssen weiter nach vorne schauen, weißt du? Ja, es kann jeden treffen, Alter. Weißt? Deswegen müssen wir jeden Tag so nehmen, als wäre es unser letzter Mann. Also mach dich mal wieder gerade und lass uns los, Alter. Lass uns. Kleiner, Alter, wir müssen was erreichen, Mann. Wir haben noch so viel vor uns, Mann. Also komm jetzt. Scheiße, Mann, und nimm den Stock aus dem Arsch. Die hatten so
Tigerstreifen. Oh, was geht? Was geht ab? Was fresh? Oh, warst du schon pennen? Oh, nee, Mann. Geläuft bei dir. Oh, shit. Läuft. Jo, wir sehen immer von diesen Schüsseln, mein Esselbruder. Hier. Komm mal her. Ist jetzt gar nicht so schlecht, aber ist nicht vergleichbar mit unserem, ja. Ah, jo. Jo, Double O. Nee, Mann, Alter, ist mir nicht voll auf Medikamente noch. DJ. Jo, shit, Mann. Ich hab hier noch 10 Tabletten, Alter, für den nächsten Tag und noch 4 Packs, Alter. Hab ich bei dir zu Hause mal in den Kühlschrank gelegt, hier, ne? Jo, easy. Ja, ich hab auch noch ein paar Kühlpacks, jo. Fuck. Ich muss ja, nämlich gleich erst noch wieder meine Beine kühlen gehen, Alter. Mein Knie. Na, ich muss mal kurz zur Tankstelle fahren. Ich hab einen Haufen Kohle einstecken, fällt mir gerade auf. Wenn jemand mitfahren, braucht jemand noch was zu essen? Jo, shit. Ja, Bro. Ich kann dich mit meinem Wagen hinfahren, jo. Ich hab daran was gemacht lassen heute. Jo, warum nicht? Jo, nimm das mit. Jo, den Jay oder was? Nee. Er hat den doch immer noch, oder nicht? Die Kohle. Ich hab den noch. Ah, okay. Dann ist klar. Jo, shit. Die Haube ist neu, jo. Und hinten, jo. Ich fahr mal ein Stück vor, jo. Wow. Yo, ich bin. Soll ich sagen, manchmal gelenkiger als ich aussehe, ja. Ja, ich darf's nicht sehen, ja. Holy moly. Fuck, Mann, Alter, ich bin jetzt auf, Alter. Denk immer deine Ziele, Alter. Auf jeden. Lass dich nicht so gehen, Alter, auch wenn es scheiße ist, Mann. Ich kann das nachvollziehen, Alter, da hat er echt korrekt, aber... Was? Muss standhaft bleiben, Alter, gerade vor den anderen Leuten. So Müll. So sieht's aus. Weißt, Alter, die sehen auf dich hinab, Alter, und da musst du Vorbild sein. Jo, shit, das werde ich, Mann. Der ist noch jung, Alter, weißt du, sieht auf dich auf, Alter. Also, wenn du dich hier so gehen lässt, Alter, das ist scheiße, Alter, das kannst du nicht machen, Mann. So kenne ich dich auch nicht, Alter. Du hast mehr mit CV, Alter, auch wenn es eine scheiß Situation ist, aber. Fuck, Mann, Alter, das soll so gehen, aber. Hier sterben täglich Leute, Alter, das wird doch nicht der letzte sein, der gestorben ist, Mann. Ich weiß. Ich werde nicht mehr zulassen, dass irgendeiner von uns das ist. Mann, genau das will ich auch, Alter. Darum geht's ja auch, Mann. Auf keinen Fall, Mann. Scheiße, Mann. Ich hier stehe, ja. Wir werden ein verdammtes Denkmal errichten hier. In dieser gottverdammten Stadt, Mann. So sieht's nämlich aus. Den ganzen Frust und Ärger, den du hast, Mann. Sammel den, Alter. Irgendwann kommt der Tag, Alter, an dem wir den ganzen Frust mal rauslassen können, Alter. Bei irgendwelchen abgefuckten Leuten, die uns vielleicht abfangen wollen. Oh ja. Ich hab da und schon ein paar. So die Not ist mal, Alter, seine Fantasien kennen, Alter. Scheiße Autos. Es wird nicht so schön. Sammel auf den Frust, glaub mir, Alter. Ich schluck. Ich hab früher viel geschluckt, Alter. Der Frust sitzt tief, Alter. Die Schultern sind schwer. Aber sieh mich an, Alter. Ich muss stark bleiben, Alter. Ich hab's versprochen. So sieht's aus, Bruder. Irgendwann, Alter, kommt der Tag. Oder da kommen die Tage. Und da fickt das Karma einfach nur. Ne?
Aber so lange müssen wir nach vorne schauen, Alter. Niemals die Augen verlieren. So sieht's aus, Bruder. Diese gottverdammte Straße, ja. Wir leben hier. Wer sagt, dass wir diese Straße nicht irgendwann erweitern? Verstehst du, was ich meine? Tja, shit. Hier werden neue Wohnungen eingebaut. Ja, wir werden hier ein bisschen was umbauen. Ja, ich scheiße, Mann, das ist scheiße geil. Alter, weiß. Hier geht's gar, was ich meine, um fucking Viertel, Alter. So, das ist ein Ziel, weißt. Ja, das ist erst der Anfang, Mann. Darum geht's, Mann, Alter. Guck dir doch mal links hier alles an, Alter. Dann heißt es nachher fucking Truman Viertel, Junge. Oh yeah, Mann. Dann weiß, Alter, dann zugehört scheiß Friseursalon, Alter. Da werden wir Schutzgeld einnehmen. Oder wir stellen deinen hin, Alter, der aufpasst, Alter. Oder wir haben scheiß Angestellten, Alter, der frisiert und pipapo, Mann. So, das sind Ziele, weißt. Eigenen Angestellten haben, Alter, der hier quasi den Leuten die Haare macht. Ja, auch eine legale Einnahmequelle, weißt. Jeden. Diese ganze Straße hier, das ganze Viertel. Ja, Mann. Scheiße, Viertel, das ist wie gemacht. Ja, ja, Mann. Du sagst es. Ja, wir werden Wurzeln schlagen. Wir schlagen sie tief und wir schlagen sie weit. Bis zum letzten Atemzug. Mann. Ja, weißt. Guck dir mal an, Alter. Komm mal mit, komm mal mit. Jo. Was los? Was geht bei euch? Jo, seid ihr die Vagos? Die Vagos. Sehen wir aus wie die gottverdammten Vagos, Mann. Jo, sie, Hermano und so eine Scheiße, Alter. Meine Fresse. Adios, amigos, Mann. Tausender gekriegt hätte für die Frage. Ich bestimmt dadurch schon 15, Alter. Locker. Ja, lass mich mal die Karre packen. Komm mal, die komm mit, Alter. Jo, ist deine Karre eigentlich schon fertig vom Tuning? Mhm. Guck mal, steht vor meiner Tür, jo. Und ist gut geworden? Auf jeden. Guck mich mal nachher mal an, ey. Shit, Mann, du hast die Ledersachen auch noch an. Guck mal hier, Alter. Jo, gehört eingerichtet. Denke ich mir seit dem ersten Tag, Alter. Steht irgendwann Double O's, wie geil's, Mann. Dann kommen die ganzen scheiß Weißbrote und wollen hier den besten Schnaps und Wein und Bier. Ganz shit, Mann, wie wollen die Weißbrote denn hier hinkommen? Fuck, Mann, Alter, dann werde ich hier so einen Weg pflastern. Hintereingang, jo. Ja. Jo, wir verlegen den Eingang einfach. Jo, aber wie willst du denn eine Bar aufmachen, Alter? Du läufst den Shit doch alles komplett selber. Oder wir? Schau mich so um, DJ. Es kann dir. Ah, jo, shit. Was? Und dann wollen die ganzen Pisses da los, die Pers, Mann. Ja, so ein paar exquisite. Ja, ein paar exquisite Drinks, Alter, wäre gar nicht schlecht. Fucking Bar, Alter. Mach ich hier auf. Bisschen lean mit Viagra, jo. Genau, das ist es, Alter, weißt. Wir haben hier legales, illegales Geschäft am Laufen. Weißt, oh, shit, wir kaufen das Ganze als Bar, Alter, weißt, und so hinterm Tresen wird mal ein bisschen was fallen gelassen, so ein bisschen Ware, ein bisschen Papier, versteht ihr? Na klar. Fuck, Mann, da kann uns keiner was. Haben wir schon mit der Truck-Vermietung theoretisch.
Ja, wer weiß, wieso, Alter. Das ist aber doch keine schlechte Idee. Alter, ja, das ist gar keine schlechte Idee. Scheiß mal Autovermietung, Alter. Und wenn die fertig sind mit ihrem scheiß Beruf, komm hier erstmal ein Bierchen schlürfen. Oder ein scheiß Likör oder ein Wein, Mann. Und wenn die denn noch einen Absacker brauchen oder irgendwas zur Entspannung, Alter, dann wird halt nochmal was rübergerollt, so für ein paar Scheitchen. Das ist gar keine schlechte Idee. So, weißt du, dann brauchen wir noch irgendwen, Alter, der noch ein bisschen kochen kann, Alter. Irgendwie von Hildes, Oma Hildes, weißt du. Den können ja, die auch noch Tochter essen. Von Oma Hilde, die kenne ich. Ja, Mann, Alter, und dann weiß, kriegen wir schön fressen, trinken. Ein bisschen so, was noch abfällt, so. Unauffälliger geht's doch gar nicht, Alter. Meinst du, diese Hildegard, yo, die Tochter? Jo. Laber nicht, nein, Mann. Hey, die kann kochen, hab ich gehört. Kein Scheiß. Ja, oh, hier kann man doch auf gut Shit verticken, ey. Jo, wir müssen das halt noch ein bisschen. Da brauchen wir auch noch eine Station. Ich hab mir auch Gedanken darüber gemacht, da hinten. Dieser Feuerring. Der ist so ein Chicken Bar und so ein Shit, ne? Los Pollos Hermanos oder so ein Scheiß. Aber wollt ihr hier eine Bar in unserer Straße haben? Ich meine, dann kommen die ganzen Motherfucker und müssen hier direkt vor die Türen. Wir müssen den Block in die Richtung besetzen. Alter, wir haben scheiß Magic Mail, Alter. Der ist hier Security. Ihr passt auf, dass die Wichser sich so viel trinken. Ja, oder sie sind nicht abfahren. Da komplett zulassen, so nur hinten reinlassen. Ja, scheiß drauf. Machen wir zwei Bars auf. Ich meine, das Problem ist, dass die dann ja auch immerhin hierher laufen müssen, irgendwo parken, yo. Wollen die denn hier parken in dem Käfig? Jo, hier hinten ist auch eine Tür. Ja, auch eine Option. Ja, Mann. Und dann hier zumachen halt. Beziehungsweise ein Tor oder so einbauen. Ja, vielleicht kriegen wir den Parkplatz auch noch vergrößert darüber. Jo, da hinten kann man ja den Parkplatz machen. Das ist doch okay. Das wäre heftig. Jo. Hier ist der Park, hier kann der Parkplatz sein. Hier ja, hinten. Und dann baut man hier eine Tür rein. Jo, und damit sie sich dann nicht in der Ecke kloppen, kann man da noch einen Benzin hinstellen zu nehmen. So einen alten, räudigen. Ja, das ist halt die Frage, ob wir das durchkriegen. Brauchen dann eine Alkohollizenz und so eine. Wow! So eine Scheiße. Aber jo, eigentlich ist schon das Idee wird gar so nicht hoch. Papierpacken wird einmal gemacht. Aber wir müssen aufpassen, dass die halt nicht. Ja, wir können hier zumachen, das wäre korrekt, weil dann laufen die nicht durch unsere Straße. Ja, Mann, dann wird's auf jeden Fall. Gibt's genug Optionen? Ja, das wäre korrekt, weil ich will keinen Wichser haben, der mir dann auch so sehr in den scheiß Garten kotzt, Alter. Du kannst Mann, es nie Alter, kontrollieren. Da brauchst du keine Sorgen, außerdem kenne ich einen, Alter, der hat eine scheiß Security-Firma, weiß. Wenn ich baue, frag ich den. Keine Security-Firma, wir machen das selbst, Alter. Ja, weißt du, oder Mann, wir haben fucking Magic Mall. Oh, yo, shit, Mann. Ich komme gleich wieder. Scheiße, die Hose. DJ. Jo, warte vielleicht noch ein bisschen, sonst zieht du in der Hose, ja, Alter. Ich hab Lederhose an. Ja, das bleibt da eh drin. Ich bin nur aus Prinzip weg. Jo, Alter. Jo, versammeln wir uns mit diesem Schandfleck hier. Ja, Mann, Alter. Soll ich mal sagen, was mir gerade noch so kommt? Sollten die sich hier besaufen, Alter, und pipapo, ne? Man dann hier noch so. Was geht, OJ? Danke für den Kaffee. Was? Ah, ich bin zu langsam. Gibt's Beef, Alter. Machen wir illegale Straßenkampf, Alter, mit Wetteinsätzen, pipapo. Yo, shit, die Idee hatte ich auch schon mal. Ja, dafür ist dieser Ort sogar schon Zeit zum Schlafen. Ja, 24 Stunden Stream schon geschafft. Weißt du, wie das denn, Alter? Weißt du, wenn ich merke, so, da beefen sich zwei, Alter, dann Magic Merl, Alter, hier raus auf der Straße, Alter, Kreis bilden, jeder in Einsatz, Alter. Dann wird gekämpft, Alter. Scheiße, illegal Wetteinsätze hier noch. Ah, Mann, wer eine Waffe benutzt, der kommt da hinten auf die Ecke. Wer eine Waffe benutzt, der
hat ein Problem mit mir. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich meine, wir haben hier Hausrecht. Wir haben hier den Antrag schon durch mit der Autovermietung. Wir haben jetzt ein Funkgerät. Wir können das schon probieren durchzukriegen, Bruder, Alter. Na, Mann. Aber den nicht, Scheiß schreibe ich erstmal nicht, Mann. Ich muss in den nächsten Tagen, ja. Bruder, ich denke am Wochenende ja, wieder zum Cousin, Alter. Ja, das braucht auch sowieso Zeit, ja. Dass die Leute Bescheid wissen, dass hier Fights gehen, Wetten gehen, dies, das, ne? Und muss halt rumsprechen, ne? Das braucht ja, alles seine Zeit. Mann, ja. Alter, das aber ist ganz von. Ich hab da schon ein paar Leute, die Interesse haben, so. Also ich hatte die Idee ja auch mal und die habe ich mal angesprochen. Ich weiß nur nicht mehr mit wem. Irgendwas war da. Auf jeden Fall habe ich genug Leute, so bestimmt 10 Leute, die Ahnung hätten, so, wie man das genau aufsetzen könnte. Weißt du, Mann, Alter, ich mache das schon. Shit, Mann. Ihr müsst ja nicht konkurrieren, ihr könnt das ja auch zusammen mal bequatschen. Ich hab dir ähnliche Ideen, yo. Ich mein, scheiße, ein Fight Club ist ein Fight Club, yo. Oh shit, wenn er meint so, ich mach das schon, dass sie das machen, Alter. So. Ja, wir können uns jetzt einfach mal nächste Woche zusammensetzen, Alter. Deine Ideen, meine Ideen, pipapo. Aber so. Und dann kann man ja, weißt du, aus zwei Sachen so einen perfekten Antrag machen, verstehst du? So, dass sie gar nicht mehr Nein sagen können. Am Ende gebt ihr mir den mal und dann guck ich mal, dass ich hier unsere Farben drauf hau, etc. Weil... letzten Endes der Antrag, den wir hier gestellt haben für die Funkgeräte, scheiße. Das hat eine Woche gedauert und dann wurden wir da. Jo, die haben die uns, keine Ahnung, ziemlich schnell gegeben. Es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich denke, bei jedem anderen Antrag sollten wir das genauso machen. Dass wir da einfach mal alle ein bisschen drüber gucken, jo. Und dann geben wir den ab. Da gibt's auch ein paar Informationen mit diesen Funkgeräten. Wenn ihr die dann kriegen solltet, jo. Ich weiß nicht, ob wir das per E-Mail machen oder sonst wie, keine Ahnung, Alter, diese neumodische Scheiße, fuck. Aber irgendwie kriegt ihr da ein paar Informationen dann. Oh Mann. Aber das wäre auf jeden Fall geil, Alter. Das wär, so, da würde keiner drauf kommen, so, wie weiß, illegale Sachen. Scheiße, Mann, nein, Mann, Autovermietung und eine fucking Bar. Wenn die da vorne zukriegen, scheiße, das wäre richtig. Ich meine, man kann da auch einfach ein Auto vorstellen oder irgendwas, Alter. Und wenn dann da hinten der Eingang ist, das ist mega geil. Fuck, wir brauchen hier noch ein paar Lichter oder so. Dann steht hier irgendein scheiß Name da oben drüber, fuck. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, die haben da im Moment viel zu tun. Die haben viel zu tun. Ja, das wird dauern, Alter. Das wir müssen schon, da Geduld mitbringen. Aber das ist wie mit der Waschanlage. Wenn die irgendwann zu uns sagen, yo, Alter, das mit der Waschanlage, fuck, Mann. Wir haben mal uns mit den Rohren da zusammengesetzt, mehr oder weniger, haben die mal angeguckt, haben da ein paar Flicken rausgeholt und sowas, scheiße. Ja, ich würde das sofort feiern, Bruder, wir würden da sofort hier. Da kann man dann auch white Ladies, Alter, kann man da richtig an den Start bringen, Mann. Da hätten wir sogar schon welche gehabt. Fuck. Auf jeden Fall. Jo, scheiße, Mann, Alter, mein Knie fängt an zu schmerzen. Ich sollte mich mal hinhauen, Alter. Und ja, auch nicht nur du, Mann, fuck, ich wollte schon längst. Fuck, Alter. Okay, alles klar, dann, gleichfalls, wir sehen uns morgen. Den. Peace dann, out, Bruder. Dann, Peace, DJ. Peace. Und jo. Ja, denk dran, Alter, Kopf hoch, ne? Ja, aber sprichst du nicht an, Mann. Pennst du im Moment, DJ?